Hallo Leute, Marc hier von MacMath Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Review. Heute teste ich tatsächlich ein Mauspad für euch, ein Gaming-Mauspad. Zum einen haben viele User gesagt bei meinen bisherigen Tests zu Gaming-Mäusen, dass ich doch nicht nur auf meinem Schreibtisch testen soll, sondern auch auf einem Mauspad. Und das möchte ich einfach nachholen. Und das hier ist ein besonderes Mauspad. Das ist nämlich von der Firma Xiaomi. Das ist ein asiatischer Hersteller, der sozusagen das chinesische Apple verkörpert. Also da übernachten die Chinesen gern vor den Läden, wenn die ein neues Smartphone rausbringen. Jawohl, und dieses Design hier habe ich ausgewählt. Smile hat mir ganz gut gefallen. Das gibt es auch noch in anderen Ausführungen, die zeige ich euch auch noch hier gleich. Bei Banggood kosten die Mauspads hier auch nur 4,60 Euro. Und man sieht hier das rote Design, dann so ein helles mit einer Kamera drauf. Ich wollte auch durchaus ein helles Design, da man so die Mäuse besser sieht, die ich darauf testen werde. Also das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und ich habe auch dieses Mauspad in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr also gerne mal bei Banggood vorbeischauen. Der Versand war kostenlos und das Ganze war auch innerhalb von 12 Tagen hier. Jawohl, ich packe jetzt mal das Mauspad aus. So sieht es aus. Hier sieht man schon die gummierte Oberfläche. Und hier vorne ist die Frontseite. Ist eine feine Oberfläche, ein feiner Stoff da vorne bespannt. Unten rechts das Mi-Logo, Xiaomi-Logo, und die Größe beträgt 29,5 x 24,5 cm, 2 mm stark, also ist relativ dünn, relativ flach. Ansonsten macht das Ganze einen ganz ordentlichen Eindruck auf jeden Fall. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her würde ich sagen, das passt. Vergleichbare Mauspads kosten im Geschäft zum Beispiel rund 15 bis 20 Euro. Also da kann man auf jeden Fall was sparen. Ich würde sagen, ich setze das Ganze jetzt mal auf den Schreibtisch und teste das Ganze natürlich aus und werde eine Runde zocken damit. Und auch in Zukunft werdet ihr natürlich dann den ein oder anderen Maustest sehen mit diesem Mauspad. Und hier zeige ich euch nochmal ganz kurz mit der Lampe die Oberfläche des Mauspads. Also die Oberfläche, dieser Stoff ist relativ feinporig. Die Maus läuft trotzdem leicht rau darüber, also man merkt schon einen ganz leichten rauen Widerstand. Hier unten diese schwarze Oberfläche ist halt ein sehr weiches Gummi. Und jetzt setze ich einfach mal die Maus drauf und bewege die mal. Also ist ein sehr angenehmes Gefühl auf jeden Fall. Ich habe ja wie gesagt vorher gerne den Schreibtisch benutzt und der ist auch schon so über die Jahre abgenutzt durch verschiedenste Mäuse, dass dieser extrem glatt ist. Trotzdem ist es ein anderes Gefühl, also lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm mit diesem Mauspad arbeiten. Ich würde sagen, Operation gelungen. Das Mauspad ist auf jeden Fall sehr cool. Falls ihr euch fragt, was das für eine Maus war, die stelle ich euch bald vor. Auf jeden Fall kommt das Xiaomi Mi Mauspad mit optischen sowie Lasermäusen gleichermaßen zurecht, also da kann man gar nichts sagen, gerade für den Preis. Jawohl, ich komme auch schon wieder zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre nett, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Ich antworte euch sehr gern. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!